Manamana. Ja, hallo Freunde, bei mir ist die Post gerade wieder angekommen. Und da schlägt doch glatt wieder ein Paket ein. Es ist schon wieder mal Weihnachten. Und diesmal kommt das Paket auch wieder aus Deutschland. Und zwar vom Andi, vom Kanal Outdoor Aria. Und ich weiß auch schon, was da drinnen ist. Der hat für mich Kienspan gesammelt. Und den schauen wir sich jetzt einmal gemeinsam an. Also riechen tut schon eigentlich bis hier heraus, kann ich sagen. Also das ist, der Geruch von Kienspan ist sowieso gigantisch. So. Da schauen wir jetzt mal hinein. Ein kleiner Brief. Ich lese mir den einmal schnell selber durch und dann schauen wir, ob ich euch den vorlese. Bis gleich. Ja, ich denke, den kann ich getrost vorlesen. Servus Carlos. Nun möchte ich endlich mein Versprechen einlösen, welches ich dir letztes Jahr in den Kommentaren gab. Es hat ein wenig gedauert, aber nun habe ich etwas zusammengesucht. Das war gar nicht so einfach, aber ich war ja froh, wenn ich mich immer ein bisschen draußen aufhalten konnte. Na, no, na, nicht. Ist ja jeder froh. Ich habe dir Verschiedenes geschickt. Einige Stücke sind schon getrocknet und einsatzbereit. Andere Stücke muss man noch bearbeiten und schauen, ob die überhaupt noch etwas taugen. In der kleinen Tüte befindet sich Kiefernharz. Das brennt richtig super und hilft, ein Feuer so richtig in Gang zu bekommen. Bei der Kienspansuche bin ich noch über einen schönen Schwammpilz gestolpert. Den habe ich dir auch noch dazugelegt. Also solltest du jetzt alles zum Feuermachen haben. Hab Spaß damit und danke für deine Videos. Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet, Andi. Echt super, Andi. So, und jetzt schauen wir da mal hinein, was wir da alles sehen. Aha. Das dürfte der Zunderpilz sein. Jawohl. Optimal, optimal. Ich packe mal alles aus und dann halte ich das noch einmal in die Kamera, dass man das genau sieht. Kienspan mit Zettelchen dabei. Schaue ich mir danach gleich alles genau an. Kiefernharz. Perfekt. Okay. Jawohl. Okay, noch frisch und unbearbeitet. Na, da werde ich schon noch einiges tun damit, kein Problem. Und hier noch das letzte Stück. Ja, herrlich. Ja, wie gesagt, Freunde, ich lege das jetzt einmal schnell auf und zeige euch das noch einmal. Ja, ich habe hier jetzt noch einmal alles aufgelegt, also diese Teile sind noch frisch und unbearbeitet. Das werden wir auch noch trocknen lassen. Diese sind fix fertig und ah, geil, einfach nur geil. Kiefernharz. Ja, bei uns gibt es eigentlich weniger Kiefern, also da kommt es gerade richtig. Ich weiß, das bringt sicher wie die Hölle persönlich. Und noch den Zunderpilz, den. Der ist auch schon verarbeitungsfertig, würde ich sagen. Der ist schon schön hart. Da kann man schon was draus machen. Ja, in dem Sinn, ich kann mich nur immer wieder für meine tollen Geschenke bedanken. Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wie ein kleines Kind, wenn der Weihnachtsmann an der Tür läutet und bringt mir Geschenke. Ja, da bin ich manchmal so richtig sprachlos. Andi, in dem Sinn, ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Tausend Dank für die tollen Sachen auch. Und man sieht sich demnächst. Und die siehst du natürlich auch. Bis später. Ciao.